Alter, Schüle ist so ein Tier, wirklich. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team mit mir, den Thomas und Playgadon. Ja, und heute steht das wichtigste Spiel in der Saison statt. Ja, statt. Wie man auch sieht, habe ich schon die Fitnesskarten benutzt. Habe ich jetzt wirklich zum ersten Mal benutzt. Und man muss schon sagen, De Bruyne 91 Tempo, 97 Schuss, 98 Pass, 97 Dribbling. Schüle 99 Tempo, Lewandowski 91. Ja, das ist schon richtig heavy. Aber ich habe mir gedacht, benutzen wir doch die Fitnesskarten, denn dieses Spiel entscheidet über den Abstieg. Mir fehlt genau ein Punkt und es ist das letzte Spiel der Saison. Also es heißt, wir müssen jetzt unentschieden spielen oder siegen. Ah, das wird wichtig, das wird sehr wichtig. Die Fitness von allen ist, glaube ich, bei 99. Ja, fast alle. Fast alle. So, Subotić werden wir auswechseln, da er ja einen Vertrag braucht, aber ich ihm jetzt keinen Vertrag geben will. Und wir suchen mal direkt einen Gegner. Hoffentlich ist das Glück auf unserer Seite. Chelsea, okay. Kann sein, dass das ein Chelsea-Fetischist ist. Okay, ein kleines Stadion, das ist schon mal sehr gut. Ich mag kleine Stadien. Und gewinne auch meistens jetzt, ohne angeberisch zu wirken. Nur diese Saison in der dritten Liga ist doch meine erste. Mein Ziel war es, erstmal drin zu bleiben, okay. Ich kenne Buffon, das war's, glaube ich, auch schon. Ist das da im Sturm Menes? Ich glaube schon, weiß ich aber nicht ganz genau. 4-1-4-1, okay. Besonders offensiv nicht, aber auch nicht zu defensiv. Also ja, es spielt sich im Mittelfeld ab, wenn man 5 Mittelfeldspieler hat. Los geht's, los geht's. Aber natürlich wäre ein Sieg der krönende Abschluss dieser Saison. Ja klar, ein Sieg muss ja auch her, normalerweise. Also wäre schon nice. Okay, Ziel hat ihn auch direkt. Ziel habe ich auch eine Fitnesskarte gegeben. Wofür genau, weiß ich nicht ganz genau. Alter, gehen die ab. Komm, Schüle, 99 Pace. Nein! Ah, schade, schade. Alter, man hat es schon richtig gemerkt, was für ein Pace dahinter steckt. Ich glaube, die sind sogar schon zu schnell für mich. Okay, Götze hat schön geklärt im Mittelfeld. Oh, ich wollte De Bruyne schicken, aber er ist leider nicht losgelaufen. Egal, Einwurf vor uns. Einwurf, also der erste Eindruck sagt uns, dass der Gegner machbar ist. Aber der erste Eindruck kann täuschen, ne? Och. Hoffentlich wird das kein Leggy-Spiel. Ey, das war aber kein Foul, da ist er über seine eigenen Beine gestolpert. Okay, weiter geht's. Die letzte Folge war von der Qualität sowieso trotzdem nicht so ganz hoch, aber das liegt auch daran, dass ich falsch gerendert habe. Normalerweise müssten die Bitrate der Rendereinstellung etwas höher sein und man merkt, dass Zieler irgendwie, weiß ich nicht, besser abwerfen kann. Woran das liegt, ich habe keine Ahnung. Jetzt ein Dreieckspass. Boah. Nice Pass, nice. Ah. Ich müsste mal das Mikrofon ein bisschen runterschrauben. Ist ganz schön hoch. Alter, was sind also diese Fitnesskarten? Die bringen es wirklich. Ich spiele jetzt ein paar Minuten, aber man merkt es wirklich, wie diese Fitnesskarten was bringen. Aber die kann man leider sich nicht immer gönnen, da die nach einer Zeit hier ausgehen. Alter. Schüle ist so ein Tier, wirklich. Nein, Pfosten! Ah, ich glaube, ich hätte R1 Kreis drücken müssen, damit auch direkt reingegangen wäre. Das gucken wir uns nochmal an. Alter. Junge, man merkt Schüle, man merkt sein 99 Pace. Ah, Kagawa, was macht er denn da? Bam, Junge, 1-0. Aber man merkt wirklich, was jetzt für Schüle für Attribute hat. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. 1-0, das sieht doch sehr gut aus dafür, dass wir nur unentschieden spielen müssen. Ich glaube, ich muss mal mein Mikrofon etwas runterschrauben. Das ist wirklich viel zu hoch. Dafür müsste ich gleich einen kleinen Cut machen. Höchstwahrscheinlich. Okay. Fehlpass
Kleiner Cut. So, schon viel besser. Das Mikrofon hat auch ein bisschen meine Sicht behindert. Also das soll ja auch nicht sein. Apropos, ich frag mich endlich, wann mein Popschutz da ist. Alter, Schüle ist so ein Tier mit den Attributskarten. Man merkt das wirklich, dass die was bringen. Aber ich will die auch nicht zu früh loben, denn... Alter, das war knapp. Das war wirklich knapp. Also noch einen Schritt weiter und dann... hätte ich wohl ein 1-1 gehabt. Alter, Schüle, Junge. Das ist ja ein richtiges Tier heute. Der ist ja überall, der Junge. Der ist wirklich überall im Sturm. Spielt Lewandowski? Ja, aber man merkt ihn überhaupt nicht. Alter. Mal gucken, ob Schüle heute der Retter ist des Spiels. Das wichtigste Spiel der Saison ist das, ja. Denn absteigen will ich auf gar keinen Fall. Okay, Rodriguez hat sehr schön geklärt. Rodriguez hat ja nur so eine silberne Attributs-Ding da. Wie auch immer ich das nennen soll. Ecke, da habe ich sehr oft dann reinbekommen, aber diesmal nicht. Alter, Schürrle, 99 Pace. Junge, 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 Junge. Der geht aber ab. Nein! War Lewandowski im Weg? War Lewandowski im Weg? Lewandowski war im Weg. Alter. Sein eigener Mannschaftskamerade steht da einem im Weg. Ach, das liebe ich doch, wenn das passiert. Piszczek hat ihn leider nicht klären können. Shaqiri, bin ich da auf Schuss gegangen oder auf Dribbling? Ich glaube sogar auf Passen. Ja, ich bin auf Passen gegangen. Alter, Zieler, richtiges Tier. Alter, wer die Coins auf der hohen Kante hat, sollte die wirklich in der ersten Liga, ey. Diese Attributskarten können da einem richtig helfen. Oh oh, Fehlpass. Obwohl Shaqiri schon plus 15 Pass bekommen hat, aber der Pass sah nicht gut aus. Sah bei weitem nicht gut aus. Denn ich weiß noch nicht mal, ich weiß nicht mehr, was ich mit den Coins anstellen soll. Denn eigentlich habe ich schon ein richtig geiles Team. Nur das einzige Problem ist jetzt ein bisschen, dass... Ja, eigentlich gar keine Probleme gibt's da. Eventuell gibt's so Verbesserungen wie zum Beispiel Piszczek in Form, aber das sind solche Spieler, die ich mir nie leisten werde. Ja, die kann ich mir auch gar nicht leisten. Oh Mann, diese Fehlpässe, Alter. Diese Fehlpässe haben mir in den letzten Spielen auch immer die Niederlage gekostet. Alter, De Bruyne ist auch so ein richtiges Tier mit den Attributskarten. Auf jeden Fall, es gibt jetzt auch so eine Preisspanne, womit man sich gar keine Coins mehr auf MMOGA kaufen kann. Aufmerksam dadurch geworden bin ich auf durch Masum. Danke, Masum. Also das habe ich ja schon, glaube ich, bei Brennerchen Plays gesehen. Auf der PS4, das gab es da schon früher und jetzt gibt es das hier auch. Bam, Junge, 2-0. Yes. Also ich habe Aufnahmeglück. Am besten, ich nehme einfach jedes Spiel auf und gewinne jedes Mal. Das ist doch sehr gut. Oh ja, 2-0. Also zwei Tore könnten wir uns gönnen, aber wenn, dann holen wir uns schon den Sieg nach Hause. Eventuell gibt es auch noch einen Rage Quit und dann kann ich euch diese Preisspanne zeigen. Denn da kann man jetzt keine Spieler mehr, zum Beispiel so ein Castro, ne? Die kann man jetzt nicht mehr für 3 Millionen auf den Markt stellen. Maximal für 2.000, 3.000 oder so. So, Schürrle mit 99 Pace. Alter, das merkt man aber sowas von. Oh oh, oh oh. 3-0. Vielleicht riecht es auch nach Rage Quit. Wäre etwas schade jetzt, da wir so rasieren. Ich glaube, da wären die Attributskarten noch nicht mehr nötig gewesen. Aber egal. Aber 3-0. Junge, 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 Junge. Ist schon lange her, dass ich so in der Halbzeit geführt habe. So hoch. Das war, glaube ich, das letzte Mal in der 6. Liga oder so. Alter, schön, sehr schön geblockt. So, wieder ein Konter mit Nee, doch nicht. Wo ist denn Schürrle? Ja, man merkt direkt, dass Schürrle nicht am Ball ist, weil er schon den Ball verloren hat. Aber Götze, der gefällt mir wirklich nicht. Ich merke das nicht, dass er 85er Rating hat. Kriegt Lewandowski den? Ja. Aber leider waren Abwehrspieler noch dazwischen und der Torhüter hat im Übrigen auch gehalten.
Aber man hat gemerkt, also Lewandowski hat schon einen Riesenvorsprung auf den letzten Verteidiger gehabt. Ach komm, das war eine Ecke. Die Ecke hätte er auch noch zählen lassen können, aber egal. 13-0 zur Halbzeit, ich glaube, auch sehr verdient. Das ist wirklich verdient. Ja, Schüsse aufs Tor 1-6, Schüsse 1-8. Schussgenauigkeit 100% zu 75, aber meine Passgenauigkeit ist auch niedriger, okay? Ja, egal. Also 13-0 müssten wir eigentlich nach Hause holen. Das reimt sich sogar. Okay. Selbst wenn wir 3-3 spielen, wäre mir egal, da wir die Liga trotzdem gehalten haben. Ah, schade. Schade. Ich wollte da vielleicht noch durchlaufen, aber... Alter, Piszczek, hier. Ja, komm, Lewandowski. Also, du hast schon Tage gehabt, wo es besser lief mit den Pässen. Alter, De Bruyne ist durch. Ah, schade. Ich dachte, der Ball kommt auf Götze und dann wäre es Kopfballtor gewesen, sicher. Also... Götze stand ja im 5-Meter-Raum. Und da wäre schon was gegangen, auf jeden Fall. Und jetzt... Ah, schade, schade. Okay, jetzt müssen wir weiterdenken. Kommen wir ran, kommen wir ran, kommen wir ran. Ah. Oh, fuck, oh, fuck. Oh, fuck, war das ein Pace, Alter. Junge, wer war das denn? Also, mir ist schon aufgefallen, manchmal gibt es auch hier gute Hybrid-Teams, die total auf Pace gehen. Man merkt es da aber sowas von. Okay, Boateng hat geklärt, weil es ein richtiges Tier ist. Also Boateng wirklich. Ist ein Muss für jedes Bundesliga-Team. Aha, Schürrle ist leider diesmal nicht durchgekommen. Aber egal, 3-0 die Führung. Also das Ding müssten wir locker nach Hause schaukeln können. Ihr könnt mir ja nochmal Tipps für mein Bundesliga-Team reinschreiben. Eigentlich habe ich die meisten ja schon. Die meisten guten. 4-0, komm. Bam, Junge, 4-0. Das ist eine richtige Rasur. Und da lässt Lewandowski sich auch schön feiern. Okay, das lassen wir nochmal laufen. Boah. Perfekt ins Eck. Rage Quit? Nein. Oh, ein Glück, jetzt mal FIFA spielen. Richtig viel Spaß, wenn man so eine hohe Führung hat. Aber diese Attributskarten, die sind echt Bombe. Gute Flankenmöglichkeit hier. Oh, 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 oh. Tolle Flanke. Also eins muss man ihnen lassen. Ey, das passiert mir so oft. Im Moment ist die Verteidigung einfach nur grottig. Mehr als grottig. Ich krieg das Verteidigen einfach nicht mehr hin. Tore schießen ja, aber das Verteidigen fällt momentan schwer, ne? Also meistens kann der Gegner mich schon durchtanzen in der Abwehr. Im Angriff klappt es relativ gut, schießt meine Tore, aber in der Abwehr... Also teilweise hatte ich letztens sogar Spiele, wo ich 4-4 gespielt habe. Aber wo ich auch 2-0 zurücklag und nicht so wie hier 4-0 führe. Also viele reden ja vom Momentum, aber in diesem Spiel glaube ich nicht, dass es diesmal passieren wird. Da, Shaqiri hat sich den Ball schon wieder erarbeitet. Obwohl er eigentlich nur Pass Plus hatte, also kein Tempo oder so. Ah, das wollte ich gar nicht. Ich wollte auf Lewandowski so einen Pass machen. Also das war ein Stellungsspielfehler von Boateng. Eigentlich hätte er ihn locker decken müssen, aber nein. Wurde leider nichts draus. Ich habe jetzt immer Schiss in FIFA-Folgen, dass ich wirklich aufnehme, denn seit der einen Folge, wo ich nicht aufgenommen habe, ja... Ging's nicht so rund. Ganz schnell, der Freistoß. Guck mal hin. Wow. Entschuldigung, aber Alter, hatte der Schuss Pfeffer hinter. Alter, wäre der reingegangen, ey, das Alter, das wäre so heavy gewesen. Da kann man nicht mehr dazu sagen, das ist einfach heavy. Hashtag, das ist heavy. Das ist heavy, benutze ich in letzter Zeit nicht mehr so oft. Ist mir aufgefallen, Piszczek schön geklärt. Abseits. Ja, leider abseits.
Sonst wäre das richtig geil gewesen, dieser Pass. Ah, ich hätte ein bisschen später passen müssen. Dann wäre es was geworden. Oh, ey, ich kann sie überhaupt nicht skillen, wirklich. Also im letzten Spiel hatte ich so einen richtigen Skill-König, aber... Ja, hab 1-0 verloren wegen dem Elfmeter, sonst hätte ich 0-0 gespielt. Sonst hätte ich 0-0 gespielt, aber das war so ein Skiller, der nichts konnte. Aber der ist ja nicht umsonst in der dritten Liga, also konnte er doch was, aber meiner Meinung nach hat er zu viel geskillt. Wirklich zu viel. Eventuell, wir könnten ja mal gucken, wegen bald ist ja St. Patrick's Day irgendwie und jetzt gibt es ja in FIFA so eine Aktion. Irgendwie auch mit einem Turnier, wo man so einen Spieler gewinnen kann in so einer grünen Form. Schöner Fernschuss von dir, De Bruyne. Jetzt eine Ecke und gucken, was geht. Schade. Schade, schade, schade. So ein 5-1 wäre doch schon richtig nice gewesen. Also mir ist aufgefallen, bei den Aufnahmen läuft es immer rund in FIFA, aber wenn ich so privat spiele im Moment nicht. Woran das wohl liegt? Meine Gegner wissen ganz genau, dass ich aufnehme und wollen mir auch mal einen Sieg gönnen, ne? Nein! Schade. Los, Schürrle. Bam, Junge. 5-1. Also aus wie vielen Meter? 30 Metern ungefähr? Ja, ein freies Tor. Aber ganz leicht ist auch nicht. Bam, Junge. Schürrle, das zweite oder dritte Tor schon? Ich kann schon gar nicht mehr mitzählen. Ohne jetzt arrogant klingen zu wirken. Zu wollen. Aber ich glaube, ohne Attributskarten hätte ich auch geschafft. Jetzt ohne angeberisch zu wirken. Aber ich hatte stärkere Gegner diese Saison, sagen wir es so. Und Sila hat hier nochmal gerettet. Und schon wieder ein Stellungsspielfehler. Aber leider, zum Glück wurden wir nicht bestraft. Puh. 82. Minute, also für solche Momente spielt man FIFA. Shaqiri. Alter, ich kann so überhaupt nicht skillen. Ich kann... Okay, Götze hat noch ein bisschen um den Ball gekämpft, aber leider wurde daraus nichts. Ja, Piszczek schön abgefangen. Bekommt Lewandowski den? Ja. Ah, knapp daneben ist auch vorbei, würde ich sagen, aber... Man merkt, wer am Drücker ist in diesem Spiel. Man merkt, wer am Drücker ist. Es ist ganz schwer bei FIFA zu kommentieren, da man sich eigentlich aufs Spiel konzentrieren muss, aber wieder ein Fehler von Boateng, aber zum Glück wurden wir nicht bestraft. Und Schürrle hat ihn noch vom Aus gerettet und Schürrle hat ihn genommen. Naja, genommen nicht, ne? Schade, schade. Leider wurde nichts raus. Oh oh. Hummels ist leider ins Leere gegrätscht. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay. 5-1 dieses Spiel. Ich würde sagen, alles im Allem kann man sagen, dieser Sieg ist eigentlich verdient und Schürrle hat 3 Tore geschossen. Oh ja, dann würde ich auch mal sagen, das war's dann für die heutige FIFA-Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo für ein Like freuen, genau. Für ein Like. Und wenn ihr keinen FIFA mehr verpassen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. So rum war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.